Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Unboxing auf techhive.de. Dieses Mal mit dem Arkos Smart Home Starter Kit. Ja, das hat Arkos schon auf der CES 2014 in Las Vegas präsentiert und das ist im Endeffekt eine sehr einfache Möglichkeit, aus dem eigenen Zuhause ein intelligentes Zuhause zu machen. Also wir haben hier einmal ein Tablet bzw. auch eine App, wo das Ganze gesteuert wird und hier eben verschiedene Tags, die man hier eben mit diesem System verbinden kann, wie zum Beispiel ein Weather Tag bzw. zwei Weather Tags in dem Starter Set, zwei Movement Tags und zwei Minicams. Ja, was man darüber sagen kann, man kann ja dann eben verschiedene Szenarien festlegen mit dem Arkos Smart Home, zum Beispiel wenn er nach Hause kommt und soll es ein Bild von demjenigen machen, nur zu einer bestimmten Uhrzeit oder es soll dann euch noch natürlich eine E-Mail senden oder die Ice the Car haben wir jetzt auf der Seite auch noch ein Anwendungsbeispiel. Also wenn es Frost hat zum Beispiel morgens und zwischen 5 und 8, dann soll es direkt eine Benachrichtigung bzw. eine Info senden, dass ihr eben früh aufstehen müsst oder früh aus dem Haus gehen müsst, damit ihr euer Auto noch enteist. Ja, in dieser Box, die gibt es für 199 Euro zu kaufen. In dieser Box befindet sich dieses kleine Tablet, wie gesagt, zwei Weather Tags, Movement Tags und zwei Minicams und hier noch verschiedene andere Dinge, wie zum Beispiel, Moment, genau, hier haben wir noch die Features. Man kann hier auch 433 MHz Objects von Drittanbietern steuern. Das ist natürlich sehr genial, denn man kennt ja diese Funksteckdosen, die man daheim hat und die man auch mit dem Raspberry Pi zum Beispiel steuern kann. Diese kann man auch mit diesem Smart Home System steuern und das finde ich natürlich sehr, sehr genial. Und wir haben hier noch eine Möglichkeit, sehen wir hier, was wir dann damit noch alles steuern können. Ich zoome mal hier rein, beziehungsweise was es als Zubehör gibt. Einmal noch diesen Motion Ball, das heißt, es ist ein ganz normaler Bewegungserkenner, eine Sirene, die ihr dann eben auslösen könnt und ein Smart Plug. Das heißt, das könnt ihr an eine Lampe zum Beispiel machen und könnt dann hier eben die Lampe damit steuern oder ganz normal natürlich Stromgeräte. Da steht jetzt noch allerhand drauf. Es gibt natürlich auch Apps für iOS und Android, aber ich öffne jetzt ganz einfach mal die Box, denn das ist natürlich das Wichtigste, nämlich der Inhalt. Und habe dann hier so ein Plastik, habe hier dieses Tablet. Wie gesagt, das ist ein auf Android basierendes Tablet. Ich glaube, Android 4.2 ist installiert. Ist natürlich aus, hat hier noch so eine kleine Ausbeulung. Da ist natürlich einiges an Technik drin. Wir haben hier noch Anschlüsse, wie zum Beispiel einen Micro-SD-Slot, einen Micro-USB-Anschluss. Hier noch, was das ist, frage ich mich hier auch gerade. Hier, keine Ahnung, vielleicht der Stromanschluss, werden wir gleich mal schauen. Und ein 3,5 mm Kopfhöreranschluss kann man natürlich auch an die Soundanlage daheim verbinden. Hier unten noch ein Reset-Button und wie gesagt, hier oben noch eine Taste, das ist eine einzelne Taste vermutlich, dient das als Home-Button und hier oben noch, glaube ich, eine kleine Webcam. Also das war es im Endeffekt. Hier nochmal die Kamera, die kommt ohne Strom aus, habe ich ja schon auf der CES in dem Video gezeigt. Also man kann die auch hier ganz einfach per Magnet irgendwo hin machen, ist wirklich sehr, sehr kompakt. Und hier oben hat es eine Taste, vermutlich um das zu pairen. Wir sehen jetzt auch hier, blinkt das so rot und man kann es dann in den Pairing-Modus versetzen. Aber das werden wir natürlich noch in einem separaten Video anschauen. Hier nochmal eine Kamera. Und dann haben wir hier noch einen, was ist das? Es sieht aus wie Strom. Genau, das ist der ominöse Stecker, den ich hier gerade nicht erkannt habe. Aber das ist natürlich ein ganz normaler Stromadapter. Langweilig natürlich. Hier noch verschiedene Länder, USA. Deutschland ist natürlich auch dabei in der Box. Also den werden wir auch gleich brauchen. Dieser hier kann man hier ganz einfach dann aufstecken, so kennen wir das ja von Arkos, ist auch bei anderen Geräten so. So, und jetzt kommen wir zu den spannenden Dingen, nämlich hier diesen Movement Tag. Movement Tag, den könnt ihr ganz einfach zum Beispiel an eure Tür bauen. Der ist auch wirklich sehr, sehr klein, das heißt, ihr habt hier keinen großen Aufwand und könnt dann hier diesen ganz einfach an eure Haustür zum Beispiel machen,
und erkennt dann, wenn eine Person reingeht oder rauskommt. Es wird natürlich alles mitgelockt und habt dann hier die Möglichkeit, auch Aktionen dementsprechend auszuführen. Was haben wir hier noch? Nochmal einen, also das ist im Endeffekt alles Bluetooth 4.0 basierend und hier haben wir auch noch einen Akku irgendwie drin. Ich würde mal ganz einfach schauen, ob man das hier irgendwie aufkriegt. Ach, hier kann man das wieder aktivieren und hier über dieses Gummi wird es auch zusammengehalten und wir haben hier unten dann diese Knopfzelle. Das ist eine, ich schau mal ganz kurz, CR2430 ist das. Und da wird es eben Strom versorgt, soll auch einige Zeit reichen. Deswegen braucht man das, glaube ich, nicht so sehr wechseln. Aber ich glaube, die App bzw. das System meldet dann auch direkt, falls entsprechend jemand das, ja, falls der Akku eben bald leer sein sollte. Das heißt, das sollte kein Problem sein. Jetzt schauen wir noch ganz kurz die Weather-Tags an, bevor wir dann in einem anderen Video mit der Einrichtung beginnen. Ich bin nämlich schon sehr gespannt auf das System, habe es auf der CES, wie gesagt, schon angeschaut. War damals schon sehr begeistert, also hier haben wir noch die Weather-Tags. Hier oben eine kleine Öffnung, vermutlich ist das nötig, wenn man hier eben Wetterwerte messen will. Und die können wir dann eben innen oder außen platzieren und sehen dann eben, wenn, wenn zum Beispiel die, ja, innen zu kalt ist, außen zu warm und so weiter und so fort. Das dann erinnert, dass man lüftet und so weiter. Also das werden wir uns alles anschauen hier in der Box. Und dann haben wir noch ein letztes Teil, nämlich ein Quick Start Guide. Das sieht jetzt ganz schön dick aus, aber ich glaube, das ist einfach nur auf verschiedene Sprachen. Das heißt, wir haben ja einmal Englisch, Französisch, Italienisch und so weiter. Und vermutlich auch, ja, hier ist DE. Und werden jetzt gleich mal das Ganze anschauen. Erste Schritte. Genau, das brauchen wir jetzt im nächsten Video und ich würde sagen, das war's von dem Arco Smart Home Starter Kit im Unboxing hier und bis zum nächsten Video. Tschüss!